Das waren gute Zeiten für die Bären in den letzten Tagen und Wochen, aber jetzt wird das Chance-Risiko-Verhältnis ein bisschen sehr ungünstig. Und wenn ich ein Bär wäre, würde ich mich jetzt in eine Höhle verkriechen und gucken, wann mal wieder bessere Gelegenheiten sind, um ein paar Beutezüge zu unternehmen. Aktuell scheint mir eine eher ungünstige, eine gefährliche Zeit für diese Beutezüge. Warum das so ist, will ich in folgendem Video zeigen, aber einer der zentralen Themen in dieser ganzen Geschichte, die darüber entscheidet, wie die Aktienmärkte laufen, sind einerseits der Dollar, andererseits die Renditen für Anleihen. Und da hatten wir eine ausgewachsene Panik am britischen Anleihemarkt nach den etwas seltsamen Plänen von Truss und Quarteng, die praktisch Steuersenkungen machen wollten ohne jede Gegenfinanzierung. Dann am Freitag oder Donnerstag war es die Entlassung von Quarteng, dem Finanzminister. Truss hat einen neuen Finanzminister, einen Chancellor ernannt, und der hat jetzt gleich am Samstag mal einen rausgehauen und hat gesagt, die Pläne von Liz Truss, die sind zu weit gegangen, zu schnell wollte sie da bestimmte Dinge umsetzen. Das ist mal eine harte Aussage gegenüber seiner Chefin, wenn man so will. Damit ist Liz Truss mehr als angezählt. Ihre Tage sind wohl bald gezählt. Tories hold secret talks on crowning new leader. So schreibt die Times, also man bespricht schon hinter den Kulissen, wer doch jetzt die Tories führt. Sunak hatte das viel bessere, viel stringentere, viel rationalere Programm. Aber man wollte eben Truss, weil sie so ein bisschen dieses Thatcher-Image hatte. Das konnte sie allerdings nicht einlösen. Heute wird Hunt, der neue Finanzminister und neue starke Mann, der eher so zu den gemäßigten Tories gehört, und dementsprechend installiert werden musste von Truss, schon das ein Schwächezeichen anstelle von Quarteng, um überhaupt das Auseinanderfliegen der Tories schon zu verhindern. Der wird heute halt ein Statement abgeben zu den Fiskalplänen, zu dem Budget. Das Mini-Budget ist gescheitert. Jetzt also die Frage, was wird Hunt sagen und wie werden vor allem die Anleihemärkte darauf reagieren? Hunt hat sich jedenfalls schon mal getroffen jetzt mit dem Chef der Bank of England, der praktisch gesagt hat, ab heute werden keine britischen Anleihen mehr gekauft durch die Bank of England und damit so praktisch die Premierministerin so unter Druck gebracht hat, dass die Quarteng erstmal entlassen musste. Also hier Beruhigung möglich, sogar wahrscheinlich, denn faktisch ist jetzt die Ursache der Panik eine Idee einer Regierungschefin und ihres Finanzministers, die in heutigen Zeiten so ein bisschen merkwürdig daherkommt und vor allem nicht gegenfinanziert ist, weitere Schuldentürme nach sich gezogen hätten. Das scheint jetzt erstmal vom Tisch, dürfte ein Beruhigungsfaktor sein. Telegraph schreibt hier schon, Großbritannien ist das neue Italien, nur ohne Pasta und Sonne. Da ist was dran, das ist so ein bisschen derzeit das große Thema in UK, dass man so ein bisschen das neue Italien ist, immerhin nicht das neue Griechenland, wie ich es bezeichnet habe, aber sei es drum. Warum ist die ganze Geschichte jetzt gefährlich für Bären aus meiner Sicht? Wir haben zum Beispiel in der letzten Woche das dreifache Volumen gesehen von Put-Optionen wie von Call-Optionen bei Retail-Traders. Das heißt, die sind in Panik, sichern sich ab oder gehen gleich short. Und das hatten wir in der Dimension, dass das Put-Volumen das dreifache Volumen hatte, wie das Call-Volumen noch nie gesehen. Normal sind Calls oder ist das Call-Volumen eigentlich immer höher. Das Dreifache ist eine riesige Aussage. Das heißt, wir haben ja das Potenzial für einen Short-Squeeze, wenn diese Put-Optionen eingedeckt werden müssen. Dass die ganze Geschichte so wild war in den letzten Tagen. Wir hatten ja am Donnerstag die Inflationsdaten. Zunächst der Abverkauf, dann diese massive Rallye am Donnerstag, zunächst guter Start am Freitag, dann der Abverkauf wieder am Freitag. Heute geht es auf Future-Basis zunächst mal nach oben. 57% der S&P 500 Optionen waren ganz, ganz kurzfristig unterwegs. Sie sind innerhalb von zwei Tagen expired, also ausgelaufen oder kürzer. Also es waren ganz kurzfristige Optionen, die da am Start waren, die bald eingedeckt werden mussten aufgrund der Laufzeit. Und diese Optionen, die werden immer wichtiger für die Märkte, die haben diese massiven Preisschwünge erst ermöglicht. Jetzt allerdings sehen wir eine Beruhigung reinkommen. Der Großteil der jetzigen Optionen, der hat längere Laufzeiten. Also es ist nicht zu erwarten, dass wir diese massiven Preissprünge jetzt schon aufgrund der Optionsbewegungen nochmal sehen werden. Hier oben sehen wir
wie es am Freitag rausgegangen ist, Nasdaq über 3% im Minus, Dow Jones besser gehalten. Wir hatten am Donnerstag eine Bewegung von 5,55%. Das ist die größte Intraday-Bewegung seit März 2020 gewesen. Normalerweise, statistisch gesehen, sind das dann ganz gute Kaufzeitpunkte. Allerdings darf man nicht vergessen, solche extremen Bewegungen passieren nun mal gerne auch in Bärenmärkten, wo wir also sehen, wie krass die Dinge dann teilweise sich entwickeln. Hier sehen wir, wie weit wir schon unter den Hochs sind. Beim Russell etwa über 31%, beim Nasdaq sogar über 36%. Jerome Powell freut es, gell? Er hatte was geschafft, aber wir sind jetzt beim Nasdaq 100 auf Weekly Basis, wie der Chart von Ron Walker zeigt, auf einer wichtigen Unterstützungslinie, Aufwärtstrendkanal. Wir haben ein paar positive Divergenzen, sodass davon auszugehen ist, dass jetzt diese maximale Panik, die wir schon teilweise gesehen haben, zunächst mal ein bisschen abebben wird. Das zumindest kündigt der Chart an. Wir sehen hier der VIX mit einer wichtigen Widerstandslinie. Steigt der VIX, fallen normalerweise die Aktien und umgekehrt. Der VIX also vor einer Widerstandslinie, da müsste er drüber. Ist VIX ready to break out? Fragezeichen. Eher nicht, würde ich sagen. Oder das Chance-Risiko-Verhältnis ist ungünstig. Wir haben zum Beispiel auch den Composite Washout Model triggered jetzt. Das heißt, ein Washout ist durchaus passiert an den Märkten. Viele haben ihre Positionen abgedrückt. Die lange vielleicht schon sitzen, die sich gesagt haben, ach, alles nur eine ganz kleine Korrektur. Jetzt haben viele offenkundig die Reißleine gezogen und wir sehen auf der anderen Seite Hedgefonds extrem short, extrem unterinvestiert. Wir haben jetzt das niedrigste Aktienniveau von Hedgefonds in den letzten 5 Jahren und am Freitag hat man nochmal offenkundig massiv Shortpositionen, untere Grafik hier aufgebaut. Also es ist der Weg des größten Schmerzes, der jetzt eine Aufwärtsbewegung darstellen würde und die Märkte gehen sehr gerne den Weg des allergrößten Schmerzes. Hier sehen wir mal die Midterm Election Seasonality. Würde es ein normales Midterm Election Jahr sein, dann hat man eigentlich seit Beginn Oktober dann zunächst mal eine deutliche Aufwärtsbewegung. Unten in dem Chart sehen Sie in der untersten Kurve oder die unterste Linie hier, dunkel sehen wir, dass das sich hier noch hinziehen kann, dass wir da durchaus viel Schmerzen noch sehen können auf beiden Seiten. Und ja, es dürfte weiter volatil bleiben, vielleicht nicht ganz so volatil wie jetzt zum Beispiel letzten Donnerstag. Aber das wird kein einfacher Prozess. Ich denke, wir werden jetzt in den nächsten Tagen und Wochen so eine Art Bodenbildung zunächst mal machen im S&P 500, von dem ausgehend wir dann höhere Kurse sehen, bevor dann wahrscheinlich in 2023 nochmal etwas Herberes nach unten kommt, was dann die jetzigen Tiefs, die wir gebildet haben, dann nochmal unterschreiten dürfte. Keep in mind, sagt Ottavio Costa, true bottoms are marked by pivotal changes in policy stance. Also die echten Kehrtwenden sind immer dann, wenn geldpolitische Wendungen passieren. Noch ist die Fed nicht so weit. Es geht nicht darum, ob die Märkte überverkauft sind, sagte Ottavio Costa, und da hat er sich sicherlich einen Punkt, denn wir sind überverkauft, aber wir haben eben noch keine Wende der Fed. Allerdings ist die Frage, wie viel die Fed jetzt noch machen wird. Wahrscheinlich Anfang November 75 Basispunkte, vielleicht dann nochmal einen Schritt, aber wird dann noch viel kommen? Fragezeichen. Hier sehen wir, dass etwa der Wirtschaftsberater Rouse schon gesagt hat, oh, also wir haben Zeichen, dass die vorher sehr heiße US-Wirtschaft doch deutlich abkühlt, und Wall Street Silver hier mit einem Überblick, wenn Fed pivots, stocks crash by more. Also, dass wenn die Fed dann die Wende einleitet, es durchaus sein kann, dass wir dann nochmal richtig scharfe Bewegungen nach unten sehen. Aber erinnern wir uns, Ende 2018, da hatte Jerome Powell ja mit seinen Aussagen Bilanzsummenreduzierung auf Autopilot, Zinsanhebungen werden weiter passieren, die Märkte geschockt, die sind über 20% gefallen. Kurz danach musste Powell zurückrudern, hat gesagt, vergesst alles, was ich gesagt habe, die Märkte hossierten. Also da haben wir gesehen, dass ein Fed-Pivot sehr schnell dann praktisch auch zu Kursgewinnen führt. Normalerweise eben die Kursverluste erstmal, weil die Märkte dann realisieren, oh, da ist was im Argen wirtschaftlich, da geht es mit der Wirtschaft bergab. Da kommt eine Rezession, aber damit rechnet ja ohnehin jeder schon, dass es zu einer Recession kommen wird. Wenn wir jetzt mal zu den Anleihenmärkten nochmal kommen,
Anleihen und Dollar, das ist das Entscheidende für die Märkte, für die Aktienmärkte. Sowohl die 1, die 2, die 3, die 5 und die 10-jährige Anleiherendite am Freitag auf Schlusskursbasis über der Marke von 4% gab es zuletzt Oktober 2007. Und dann fing es ja an, schwierig zu werden für die Finanzmärkte, vor allem in 2008, wenn man mal sieht, wie schnell hier dieser Zinsanstieg kommt. Off the charge, Fed Funds Annual Rate of Change. Also wie schnell dieser Zinsanstieg passiert, wenn dieses System das aushalten würde, dann wäre es so stabil wie ein Felsen. Aber das US-System ist nicht stabil, es ist hoch verschuldet. Dementsprechend wird das nicht zu verkraften sein, wird etwas kaputt gehen, wenn die Fed nicht bald umsteuert. Kaputt gegangen, so wie 1987. 1984 der Bondmarkt-Crash, dann die mexikanische Peso-Krise und so weiter und so fort. All die sind passiert aufgrund von Zinsanhebungen, dann passiert etwas und wie gesagt, wir sind jetzt so verschuldet und so schuldengehebelt wie never ever before, sodass dann mit einer solchen Politik der Fed ein Unfall nicht nur wahrscheinlich, sondern fast schon sicher ist. Und welche Herrschaften hier diese Fed dominieren? Wie zum Beispiel Raphael Bostic, der jetzt eingestehen musste, 150 Transaktionen gemacht zu haben in einer Phase, wo eigentlich FED-Mitglieder nicht handeln dürfen. Dass FED-Mitglieder handeln dürfen, ist ja eh schon skandalös. Das hat man jetzt versucht abzuschaffen. Jedenfalls wurde das entdeckt. Bostic hat zugegeben, ups, ich habe da auch ein bisschen gehandelt. Und das Argument von Bostic, dass ihm das passiert sei, hat er gesagt, er hätte sozusagen die ganze Geschichte nicht so wirklich verstanden. Und Sven Henrik sagt hier zu Recht, also entweder er lügt oder er hat es wirklich nicht verstanden. Wenn er es nicht verstanden hat, dann sollte man solchen Herrschaften nicht die Macht über das Geld übertragen. Das sind ja praktisch diejenigen, die die Finanzmärkte und die Wirtschaft lenken. Das darf man ja nicht vergessen. Oder er hat eben gelogen, dann wäre er auch nicht mehr tragbar. Wir erinnern uns an Fischer von der Fed, an diese zwei Herrschaften, die schon wegen Insiderhandel zurückgetreten sind. Fed-Mitglieder dürfen normalerweise überhaupt nicht handeln, denn sie beeinflussen ja die Märkte massiv. Aber es zeigt, was hier wirklich am Start ist, und es zeigt, dass Bostic nicht rausfliegt von der Fed. Sagt schon alles, wenn er mit einem solchen Argument durchkommt, habe ich nicht verstanden. Das muss man sich mal vorstellen. Also die Notenbanken sind dabei, den letzten Rest, wenn der noch überhaupt da ist, ihrer Glaubwürdigkeit zu verspielen. Aber kommen wir doch mal zurück zu Wirtschaften, meine Damen und Herren. Schauen wir uns doch mal die Lage an. Bärenmärkte passieren normalerweise in Zeiten, nachhaltige Bärenmärkte, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, wenn wir viele Pleiten sehen, wenn die Fed dann die Zinsen senkt wegen der Schwäche der Wirtschaft, wenn dann vor allem die Renditen fallen, wenn dann die Zinskurve reinvertiert, zuerst invertiert und dann reinvertiert, also praktisch sich wieder entinvertierte, könnte man sagen. Das ist immer ein Zeichen, dass es schwierig wird, wenn die Credit Spreads spiken, also praktisch die Risikoaufschläge für weniger bonitäre Anleihen. All das ist eigentlich bisher noch nicht der Fall. Also haben wir es vielleicht nicht mit einem extrem nachhaltigen Bärenmarkt zu tun, sondern zunächst mal mit einer fetten, dicken, heftigen Korrektur, die dann jetzt nochmal einen Bullenanlauf ermöglicht, bevor dann die Dinge richtig schwierig werden, etwa in 2023. Und ein Punkt ist auch, den die Fed offenkundig unterschätzt: Inflation passiert in Wellen. Inflation, Deflation, Inflation, Deflation. Wir sehen hier in dieser Grafik, dass es eigentlich immer nach sehr inflationären Zeiten dann zu einer deflationären Periode kommt, was dann wiederum bedeutet, dass die Fed natürlich ein bisschen überreagiert, wenn sie jetzt davon ausgeht, dass diese Inflation so extrem dauerhaft sein wird. Die Nachfrage wird schwächer. Wir haben schon die Einzelhandelsumsätze jetzt vergleichsweise schwach gesehen in den USA am Freitag. Dementsprechend wird dann auch die Inflationsdynamik wahrscheinlich zurückgehen. Wichtig für die Märkte auch jetzt der Dollarindex. Während wir beim S&P 500 ein neues Tief gemacht hatten, knapp unter der 3500er Marke, hat der Dollarindex kein neues Hoch gemacht. Positive Divergenz für die Märkte. Hier Chart von, Sie ahnten es, capital.com. Und kommen wir jetzt noch abschließend nach China, meine Damen und Herren. Hier sehen wir mal das BIP der USA, das BIP Chinas und das BIP der EU. Die EU viel, viel langsamer gewachsen als die beiden anderen Konkurrenten, könnte man sagen. Aber
China hat eben ein Riesenproblem mit der Corona-Politik von Xi Jinping und mit seinem Hausmarkt, der etwa 30% der gesamten Wirtschaftsleistung darstellt. Jetzt sehen wir hier etwa, dass aufgrund der Corona-Politik Chinas der Flugverkehr um 60% zurückgegangen ist im Vergleich zum Vorjahr. Wir sehen, dass die chinesischen Aktien jetzt fallen, der Hang Seng Tech Index 3% im Minus, weil eben Xi Jinping an dieser Corona-Politik festhalten will. Jetzt sehen wir, dass die chinesischen Banken wieder den Yuan stützen mussten heute Nacht, weil der einfach schwächer wird. Und wir sehen insgesamt das, was Simon Betschinger nach meiner Meinung völlig richtig sagt. China hat ein wahres Wirtschaftswunder erlebt seit den 1970er Jahren, weil man eben auf ein kapitalistisches Wirtschaftssystem gesetzt hat. Jetzt fühlt sich Xi Jinping wie ein König, der wieder die Planwirtschaft einführen will. Und das bedeutet, die Erfolgsstory Chinas ist zu Ende. Das sehe ich ganz genauso. Jetzt hat man übrigens ja auch seine Bürger aufgefordert, schnell aus der Ukraine auszureisen. Weiß man da mehr? Aufgrund der guten Beziehung zwischen Putin und Xi Jinping heute hier wieder neue Bombardierungen von Kiew durch die Russen. Xi Jinping verspricht Sieg im Technologiekampf gegen die USA. Er hat dazu auch noch gesagt, dass man auf Gewalt nicht verzichten wird wegen Taiwans. Also praktisch klar gesagt, wir sind bereit, hier militärisch einzumarschieren, warten nur auf die Gelegenheit dazu, nämlich diese Technologieführerschaft etc. Seine Rede, das ist ja für uns auch extrem wichtig, auch wenn viele irgendwie sich nicht für China interessieren, was mich immer wieder extrem erstaunt, weil es ihr eigenes Leben ja so stark betrifft, die deutsche Wirtschaft im Mindesten. Erste Empfehlung, Eröffnungsrede zum KP-Parteitag. Was hat der Kerl eigentlich gesagt? Was ist da die Analyse desselben? Und zweiter Artikel, Empfehlung, doch kein vierter Nackenschlag nach den Inflationsdaten beim S&P 500. Da werden die großen, die wichtigen Dinge gezeigt, diskutiert, Wahrscheinlichkeiten thematisiert, wie es jetzt ausschaut mit der weiteren Entwicklung der Aktienmärkte. Also, zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Und ich hoffe, wir sehen uns heute Abend zum Markeflüster. Ich sage Servus, ciao.